Guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Achim Görres. Ich bin Professor für Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen und bin hier der erste Teil eines größeren Teams, das heute hier ist, um Ihnen ein kurz vor dem Abschluss stehendes Projekt, das durch die Funk-Stiftung gefördert worden ist, vorzustellen, das sich Big Risks nennt. Und es geht um die Wahrnehmung und die Steuerung großer gesellschaftlicher Herausforderungen. Auf der rechten Seite sehen Sie Gottfried Wilhelm Leibniz. Auf der linken Seite sehen Sie uns. Da sehen Sie Professor Niederberger, der heute leider nicht hier sein kann, Professor für Philosophie Ruben Langer, der heute hier ist. Dann sehen Sie Frau Fischer, die heute hier ist, ich daneben aus der Politikwissenschaft und Professor Kiesel und Björn Fischbach aus der Finanzmathematik. Und wir mussten uns zusammentun, weil wir einzeln nicht so gut sind wie Leibniz, weil Leibniz war der letzte große Universalgelehrte, der noch aus philosophischer, mathematischer und politikwissenschaftlicher Sicht sich mit großen Themen wie auch Risiko beschäftigt hat. Und er war so genial, dass er das alleine konnte. Wir mussten uns zusammentun. Wir sind allerdings zusammen auch besser als er. Insofern lohnt sich das dann auch. Was wir hier in dem Projekt versuchen, ist das, was ich jetzt hier örtlich nicht darf, nämlich Grenzen überschreiten. In dem Projekt versuchen wir genau das. Wir sind kurz vorm Abschluss unseres Projekts, das etwa 3,5 Jahre gedauert hat. Wir sind an der Universität Duisburg-Essen angesiedelt. Die Universität Duisburg-Essen ist die zweitgrößte in NRW. Wir sind an drei verschiedenen Fakultäten angesiedelt. Wir sind noch in einem großen Forschungsschwerpunkt, dem Profilschwerpunkt Wandel von Gegenwartsgesellschaften, eingebettet. Und wir haben eben diese Struktur, drei Profs, drei Doktorandinnen. Und was wir eben heute hier machen wollen, ist ein paar übergreifende Befunde und Aktivitäten zu berichten und dann aber vor allem uns auf die Doktorarbeiten zu konzentrieren. Wir haben eine Projekt-Homepage, udur.de/bigrisk, und da finden Sie auch die Folien von der heutigen Präsentation, wenn Sie das interessiert, und dann natürlich noch wesentlich mehr Informationen zu dem, was wir so machen. Wir haben versucht, den Vortrag zu strukturieren in Form von diesen Thesen. Die erste These, über die ich jetzt noch kurz referieren werde, ist: Obwohl große Risiken wie der Klimawandel auf der ganzen Welt wahrnehmbar sind, gibt es nach wie vor keinen überzeugenden interdisziplinären wissenschaftlichen Ansatz zur ganzheitlichen Analyse dieser Risiken. In dem Projekt haben wir uns noch mit anderen Dingen als Klimawandel beschäftigt. Heute aus Zeitgründen reden wir nur über den Klimawandel. Wenn wir uns grenzüberschreitend und disziplinenübergreifend mit Risiko beschäftigen, müssen wir uns mit der strukturellen Ambivalenz von Risiko beschäftigen. Und wenn wir Risiko einmal definieren als ein ungewolltes Ereignis, das eintreten oder eben nicht eintreten kann, dann merken wir direkt, dass schon in dieser Definition verschiedene Komponenten drin sind, die, wenn man sie etwas stärker sich anschaut, unterteilt werden können in die objektive und die subjektive Komponente. Bei der objektiven Komponente jedes Risikos geht es eben darum, dass zum Beispiel der Klimawandel letztendlich nichts ist als eine ganze Familie von potenziellen Ereignissen, die bewertet werden sollen. Das heißt, es geht erstmal um die Frage, welche Ereignisse sind in dieser Familie drin, und dann gegeben, dass es bestimmte Ereignisse gibt, die als relevant angesehen werden, was sind deren Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Und ob etwas ungewollt ist oder nicht, das hängt sehr stark vom Auge des Betrachters ab. Und das fängt schon bei der objektiven Komponente fängt das schon an, weil natürlich die objektive Bewertung von einem Risiko oder einer Familie von Risiken wie dem Klimawandel immer abhängig ist von dem, was wir wissen, vor allem dem technischen Stand der Hilfsmittel, die wir brauchen können, aber auch des Wissens, um Bewertungen vornehmen zu können. Das heißt, schon in der objektiven Komponente haben wir, und das finde ich als Gesellschaftswissenschaftler dann natürlich sehr interessant, haben wir eine gewisse kontextualisierte Darstellung. Bei der subjektiven Komponente gehen wir nun stärker auf die individuelle Ebene. Bei der subjektiven Bewertung von jedem Risiko spielen persönliche Werte eine Rolle, persönliche Erfahrungen, aber auch das persönliche Verhalten, wie man zum Beispiel mit Informationen umgeht. Das ist in meinem Fach in der Politikwissenschaft, ist die Frage von Risiko und welche Bedeutung das beispielsweise für Wahlverhalten hat, hat sehr stark damit zu tun, wie die Leute eben sich mit Informationen versorgen. Bei dem Klimawandel wiederum müssen diese Elemente der Klimawandelrisiken müssen erstmal als relevante Bereiche gelernt werden. Und Sie werden gleich in der Dissertation von Frau Fischer sehen, dass das über die Länder hinweg schon sehr, sehr unterschiedlich ist, wie das wahrgenommen wird. Das hier ist ein
viel zitiertes Modell, das versucht, einen ganzheitlichen Ansatz zu machen. Und ich möchte Sie bitten, nicht zu versuchen, Einzelheiten anzuschauen. Das ist nicht das, worum es jetzt geht, sondern was Sie eigentlich hier nur sehen sollen, ist Folgendes. Dieses Modell nennt sich die Social Amplification of Risk Framework und wurde Ende der 80er Jahre entwickelt. Ist sehr, sehr viel zitiert, wurde seitdem auch immer wieder weiterentwickelt. Und das ist eins der wenigen Versuche, wirklich einen übergreifenden theoretischen Ansatz zu entwickeln, um mit Risiken umzugehen. Und es wird beispielsweise auch in der Klimawandelforschung durchaus angewendet. Und Sie werden schon hier sehen, dass da sind unglaublich viele Komponenten erstmal in diesem Modell. Das ist das Erste. Sie sehen, dass es dort Kausalpfeile gibt, die manchmal in eine Richtung zeigen, aber teilweise auch in beide Richtungen. Und Sie können sich sehr schnell vorstellen, dass wenn Sie das statistisch bewerten wollen, schätzen wollen, dass es hier Probleme gibt, dass man schlichtweg nicht genügend Freiheitsgrade hat, dass man bestimmte Dinge einfach nicht definierbar sind, weil das Modell versucht, alles mit allem zu erklären. Und das ist so ein bisschen das Problem in diesem Versuch, übergreifend mit Risiko umzugehen, dass wir eben sehr schnell da an die theoretischen Grenzen stoßen. Damit bin ich am Ende meiner kleinen Einführung und würde jetzt gerne an Frau Fischer übergeben. In meinem Vortrag werde ich Ihnen Einblick in meine Dissertation geben, die ich im Rahmen des Big Risk-Projekts schreibe. Und hier geht es vorrangig um die Wahrnehmung von Risiken. Also wie kann es sein, dass Risiken unterschiedlich wahrgenommen werden? Was sind da Gründe für? Und wie sieht das in Deutschland beispielsweise aus? Wie eingangs schon gesagt wurde, geht es jetzt in diesem Vortrag eigentlich hauptsächlich um Klimawandel. Ich habe mir in der Dissertation auch Terrorismus und demografischen Wandel angeschaut, werde mich aber jetzt auch auf Ergebnisse für das Klimawandelmodell konzentrieren. Ausgangspunkt bei meiner Dissertation ist, dass es klassischerweise Risiken gibt, die überschätzt werden, wie jetzt beispielsweise bei Terrorismus. Wir aber auch Risiken haben wie Klimawandel, die tendenziell in der Öffentlichkeit auch eher ein bisschen unterschätzt werden. Und solche globalen großen Risiken zeichnen sich eben auch dadurch aus, dass sie nur eingeschränkt persönlich erfahrbar sind. Also ich gehe mal davon aus, dass niemand hier im Raum persönlich einen Terroranschlag miterlebt hat, sondern die man eigentlich nur aus der Zeitung kennt oder dass jemand hier im Raum, das gleiche gilt eben für Klimawandel, dass man, wenn man nicht in der Zeitung oder durch andere, durch Dritte, durch Wissenschaftler, durch den Diskurs erfahren würde, dass es solche Probleme gibt, wird man Klimawandel selbst ja gar nicht in dem Sinne erfahren oder erfassen können. Das heißt auch, dass solche globalen und großen Risiken also weniger von den menschlichen Sinnen erfasst werden, sondern vielmehr durch Kommunikation erfasst werden. Und wenn wir bei Kommunikation von Risiken sind, sind wir ganz schnell bei der medialen Berichterstattung und damit kommt ihr eine sehr große Bedeutung zu. Und deshalb habe ich mich im Rahmen des Projekts und der Dissertation eben vor allen Dingen auch mit Medienberichterstattung auseinandergesetzt. Und im Folgenden werde ich Ihnen einen kleinen Einblick aus den Ergebnissen für die Analyse von Wahrnehmung von Klimawandel geben. Und hierfür haben wir halt einen Vergleich zwischen USA und Deutschland vorgenommen, weil es eben gravierende Länderunterschiede gibt. Es ist interessant, es eben herauszufinden, woran liegt das denn, dass da die Risiken so unterschiedlich wahrgenommen werden. Und in dem Vergleich konnten wir eben zeigen, dass sich in Deutschland sowohl die mediale Berichterstattung, aber auch politisches Risikomanagement sich auf die öffentliche Wahrnehmung von Klimawandel auswirken, während das in der US-amerikanischen Bevölkerung eben nicht der Fall ist. Also die scheinen für diese Determinanten nicht so empfänglich zu sein. Und dann habe ich gedacht, schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Und hier sehen wir jetzt auf dem Graph das Ausmaß der Sorge vor Klimawandel im Zeitverlauf. Wir sehen hier die Jahre von 2000 bis 2015. Und zugrunde liegt hier Umfragedaten, die eben Auskunft darüber geben, wie viel Prozent der Befragten angeben, dass Klimawandel derzeit ein zentrales Problem für das Land darstellt. Und in Deutschland in Grün sehen wir hier, dass dieses Thema durchaus präsent ist. Wir haben zwar 2004 Werte, die bei Null liegen, aber sonst ist über alle Jahre hinweg das Thema sehr präsent. Und im Maximum haben wir ca. 19% der Befragten, die angeben, dass Klimawandel doch ein sehr großes Problem darstellt. Und für die USA sehen wir quasi nichts. Hier die blaue Verlaufskurve, denn die Besorgniswerte spielen sich hier im Promillebereich ab. Also die Werte für Deutschland sind häufig um 100-faches höher als in den USA. Und hier sehen wir halt, das Thema ist halt einfach wirklich nicht präsent. Und man muss halt sagen, das ist exakt die gleiche Fragestellung. Also es ist durchaus vergleichbar. Und wir sehen halt hier große Unterschiede. Die Frage, die sich halt eben nun stellt, wie kommt es dazu? Ich habe gerade gesagt, kommt der Medienberichterstattung eben eine große Rolle zu oder wird eben angenommen. Und deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal die Medienberichterstattung an im gleichen Zeitraum. Und eigens für dieses Projekt wurden Zeitungsartikel insgesamt für den Zeitraum von sogar 25 Jahren, also von 1990 an, erhoben und qualitativ und quantitativ ausgewertet. Hier sehen Sie jetzt nur einen kleinen Ausblick. Und vielleicht auch mal, also wir haben hier Zeitungsartikel rausgesucht, die sich halt im Kern mit den Risiken auseinandersetzen. In meinem Fall jetzt Terrorismus, demografischen Wandel und Klimawandel. Hier sehen wir halt Zeitungsartikel, die sich mit Klimawandel hauptsächlich auseinandergesetzt haben.
Und wir haben hier Zeitungsartikel von überregionalen Tageszeitungen wie der New York Times oder der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Graph zeigt hier die monatliche durchschnittliche Anzahl von Artikeln, die sich mit Klimawandel auseinandersetzen. Und wir sehen doch hier, dass die Deutschland wieder in grün und die USA in blau, die Verlaufskurve doch sehr ähnlich ist. Das heißt, wir sehen, dass vergleichsweise ähnlich viel über das Thema berichtet wird. Und sehen hier, dass hier natürlich eine viel deutlichere Ähnlichkeit da ist als bei dem vorherigen Graph, als es um die Wahrnehmung geht. Und eben möglichen Ursachen dafür auf den Grund zu gehen, habe ich in der Dissertation Zeitreihenanalysen durchgeführt und habe mir da einige Faktoren mal genauer angeschaut. Also zunächst habe ich erstmal geschaut, gibt es überhaupt einen Medieneffekt? Also ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Medienberichterstattung und der Problemwahrnehmung. Im Rahmen der Dissertation habe ich mir aber eben auch andere Determinanten angeschaut, denn es gibt ja eine Reihe von Faktoren, die sich eben auf die Wahrnehmung von solchen Risiken auswirken können. Beispielsweise habe ich eben auch geschaut, ob in den Monaten, wo die Befragungen stattgefunden haben, Klimakatastrophen passiert sind, weil auch solche Sachen können sich ja dann eben auswirken. Geschaut habe ich auch, ob politisches Risikomanagement einen Einfluss hat, nämlich ob Gesetze verabschiedet wurden zum Klimaschutz beispielsweise, weil eben auch anzunehmen ist, dass nicht nur der mediale Diskurs, sondern auch der politische Diskurs sich auswirken kann darauf, wie Risiken wahrgenommen werden. Annehmen könnte man da einen Effekt in zweierlei Richtungen. Einerseits könnte man eben annehmen, wenn im politischen Diskurs gerade das Risiko stark behandelt wird, dass es auch in der Öffentlichkeit breiter an Aufmerksamkeit gewinnt. Oder aber man könnte eben auch annehmen, dass die Sorge vielleicht sogar abnimmt, weil die Leute das Gefühl haben, es tut sich was, es passiert ja etwas, es wird etwas gegen dieses Risiko getan. Deswegen haben wir uns das auch genauer angeschaut, um beispielsweise eben auch, ob Klimakonferenzen stattgefunden haben. Denn einige der Spitzen, die wir bei dem Mediengraph gesehen haben, sind tatsächlich Zeiträume, wo Klimakonferenzen stattgefunden haben, in meinen Daten jetzt zuletzt 2015 mit der Klimakonferenz in Paris. Genau. Und für Deutschland konnten wir feststellen, dass von diesen Faktoren nur zwei die Klimawandelwahrnehmung beeinflussen, nämlich in die Richtung, dass eine verstärkte Medienberichterstattung eben dazu führt, dass die Probleme stärker wahrgenommen werden. Auch konnten wir eben zeigen, dass wenn Gesetze zum Klimaschutz verabschiedet werden, die Sorge sogar gemildert wird. Das heißt, dass politisches Risikomanagement tatsächlich in Deutschland vor allen Dingen ab den 2010er Jahren doch eine Rolle spielt. In den USA verhält es sich ganz anders. Hier konnten wir weder für die Medienberichterstattung noch für politisches Risikomanagement oder auch für die anderen Determinanten, die ich eben genannt hatte, signifikante Effekte nachweisen. Also scheint es insgesamt so zu sein, dass die deutsche Bevölkerung doch empfänglicher ist für den medialen und auch den politischen Diskurs, als das in den USA der Fall zu sein scheint. Jedoch muss ich hier anmerken, dass meine Analysen 2015 enden und seitdem haben sich auch einige spannende Entwicklungen gerade bei der Wahrnehmung von Klimawandel getan. Wir sehen, dass in beiden Ländern die Präsenz des Themas zunimmt, wie man jetzt hier in den Freitagsdemos der Schüler sieht zum Beispiel, oder in den USA gibt es zwar einen Präsident, der ein Klimawandelskeptiker, wenn nicht sogar Leugner ist, und wir sehen eben aber auch, dass die Demokraten gerade das Thema breit im Vorwahlkampf mit aufnehmen, mit dem Green New Deal, der jetzt vorgeschlagen wurde. Also es könnte eben auch einiges auf den Wendepunkt hindeuten, dass jetzt auch das Thema in den USA präsenter wird. Und es ist halt ein sehr dynamisches und spannendes Thema, was äußerst interessant ist für die Forschung und es eben auch noch spannend bleibt, das weiter zu beobachten. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen damit schon einen kleinen und interessanten Einblick in meine Forschung geben und würde das Wort nun an meinen Kollegen Ruben Langer übergeben, der sich mit Klimawandelrisiken aus der philosophischen Perspektive beschäftigt. Meine Vermutung war, dass die Kombination von Klimawandel und Philosophie vielleicht bei dem einen oder anderen unter Ihnen so ein bisschen Stirnrunzeln hervorruft. Was macht ein Philosoph mit dem Klimawandel? Und deswegen würde ich heute gern die Zeit, die mir gegeben war, dazu nutzen, einfach Ihnen kurz ganz allgemeine Vorstellung davon zu geben, welche Fragen Philosophen am Klimawandel interessieren. Und dann können Sie vielleicht die Fragerunde danach oder wir können die Pause nutzen. Und dort kann ich Ihnen dann ein bisschen genauer erklären, was genau die Fragen sind, an denen ich selbst gearbeitet habe. Eine Herausforderung, die der Klimawandel an Philosophen stellt, kann man so zusammenfassen, dass nämlich der Klimawandel die Grenzen der etablierten normativen Theorien aufzeigt. Ja, mag jetzt noch nicht so viel sagen, aber ich möchte versuchen, Ihnen das zu erklären. Und zwar stecken dort zwei Thesen drin. Die erste These ist, dass der Klimawandel irgendwie anders ist von anderen Phänomenen für Philosophen. Also dass irgendwie der Klimawandel Eigenschaften hat, die für uns Probleme erzeugen, die andere Phänomene bisher nicht erzeugt haben. Und dann müssen wir uns als erstes fragen, was ist eigentlich genau der Klimawandel? So, also was wissen wir über den Klimawandel? Und dort gibt es das eine Medium, auf das man dann zurückgreift. Das sind die Berichte des Weltklimarates. Und wenn man so einen Bericht zur Hand nimmt, zum Beispiel den Synthesebericht, das ist so eine nette, kompaktere Form, weil das ansonsten irgendwie schnell hunderte von Seiten werden, dann braucht man nur die erste Seite aufschlagen
und findet dann gleich in der ersten Fußnote, Sie müssen das auch nicht lesen können, ich werde es erläutern, findet man dort gleich eine gewisse Erläuterung der Aussagen über das Wissen, das wir über den Klimawandel haben. Das heißt, uns wird erklärt, dass wir in diesen Berichten keine Aussagen der Art finden werden. Wenn die Treibhausgaskonzentration auf so und so viel Grad steigt, dann wird mit Sicherheit das und das passieren. Was wir dort finden werden, sind Aussagen der Art, wenn die Treibhausgaskonzentration auf die und die Prozentzahl steigt, dann wird mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das und das passieren. Und in dieser Fußnote wird dann erläutert, welche verschiedenen Wahrscheinlichkeitsqualifizierungen wir dort drinnen finden. Aber das Wichtige ist erstmal, wir finden in diesem Bericht oder unser Wissen über den Klimawandel ist kein, man könnte sagen, deterministisches Wissen über deterministische Zusammenhänge, sondern über Wahrscheinlichkeitszusammenhänge. Gut, das war jetzt eigentlich nur eine etwas ausführlichere Art zu sagen, dass der Klimawandel ein Risiko darstellt. Es ist tatsächlich der Risikoaspekt, der für uns Philosophen interessant ist am Klimawandel und der gewisse Probleme aufwirft. Und das Problem, das er aufwirft, erstmal allgemein formuliert, ist dasjenige, dass die Theorien, die normativen Theorien, die wir haben, oder die etablierten normativen Theorien, könnte man sagen, also im Englischen sagt man Deterministic Bias, die haben sowas wie eine deterministische Schlagseite oder so, dass man mit diesen Theorien erklären kann, warum der Klimawandel ein Problem ist, wenn der Klimawandel tatsächlich nur deterministische zusammen, also wenn wir wüssten, wenn wir das und das tun, dann passiert mit Sicherheit das und das. Aber diese Theorien können uns nicht erklären, warum gewisse Handlungen falsch sind, wenn wir nur wissen, wenn wir das und das tun, dann passiert mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das und das. Das war jetzt die allgemeine Version des Ganzen, und Philosophen versuchen sich solche Dinge häufig an Beispielen klarzumachen. Das sind häufig ein bisschen skurrile und in diesem Fall auch ein bisschen makabere Beispiele, aber ich möchte Ihnen eben jetzt versuchen, an einem konkreten Beispiel die Problematik nochmal darzustellen. Und das Beispiel ist tatsächlich eins, das mit der modernen philosophischen Beschäftigung mit Risikoauferlegungen in die Welt gekommen ist. Und das Beispiel sieht wie folgendermaßen aus. Es heißt unfreiwilliges russisches Roulette, also damit Sie schon mal eine Vorstellung bekommen. Wir haben also eine Person A und eine Person B, und die Person A hält einen Revolver in der Hand. Dieser Revolver hat 6 Kammern, aber nur eine dieser Kammern ist mit einer Patrone gefüllt. Und nun stellen wir uns vor, dass die Person A auf Person B mit diesem Revolver zielt, den Zylinder andreht und abdrückt. Und zum Glück erfordert jetzt das Beispiel, dass nichts passiert. Also wir nehmen an, dass nichts passiert. Jetzt würden wir alle intuitiv sagen, dass das Verhalten von Person A falsch ist. Man macht sowas nicht. Das soll man nicht tun. Und die Frage, die uns jetzt direkt in die normative Theorie reinkatapultiert, ist die Frage, warum eigentlich? Nehmen wir mal den anderen Fall und nehmen wir mal an, dass etwas passiert wäre, um ein bisschen zu verstehen, wie wir solche Aussagen begründen. Wenn tatsächlich der Schuss ausgelöst worden wäre und Person B verletzt worden wäre, vielleicht sogar getötet worden wäre, dann würden wir unsere Aussage, dass das Verhalten von Person A falsch ist, schlicht und einfach damit erklären, dass Person B getötet wird. Wir würden auf die Folgen und die Konsequenzen der Handlung verweisen. Nennt man dann groß die Theorie Konsequentialismus, haben Sie vermutlich alle schon mal gehört, also so als Richtung. Man würde also irgendwie die Konsequenzen herbeiziehen. Jetzt haben wir aber ein Problem. In dem Fall gibt es keine Konsequenzen. Es wird kein Schuss ausgelöst. Wir würden aber doch dennoch sagen, dass diese Handlung falsch ist. Wie können wir erklären, dass diese Handlung falsch ist? Dann mag man ein bisschen nachdenken und dann gibt es gewisse Leute, oder eine der ersten Versuche war zu sagen, naja gut, die Person wird nicht getötet, aber Person B erleidet doch sicher Todesangst. Ja, das ist doch auch was Negatives. Also die Handlung hat ja doch Konsequenzen irgendwie. Und dann hat man das Beispiel einfach ein bisschen weitergedreht und hat gesagt, naja gut, dann stellen wir uns doch vor, dass Person B im Bett liegt, selig vor sich hinschläft und von dieser ganzen Geschichte einfach überhaupt nichts mitbekommt. Ja, wir würden doch trotzdem sagen, dass die Handlung falsch bleibt. Aber was macht die Handlung falsch? Es passiert doch nichts. Und das ist sozusagen der Ausgangspunkt der Diskussion über Risikoauferlegung. Die Verbindung zum Klimawandel noch kurz, also es gibt natürlich viele Aspekte, die jetzt anders sind. Im Fall des Klimawandels handelt es sich eher um einen Nebeneffekt unserer Handlungen. Hier scheint es irgendwie ein Ziel der Person zu sein, die andere Person einem Risiko aufzuerlegen. Aber der Aspekt der Risikoauferlegung ist im Fall des Klimawandels und in diesem Beispiel gegeben. Und in der philosophischen Debatte, und die ist noch im vollen Gange, gibt es jetzt verschiedene Versuche zu erklären, was eigentlich an solchen Handlungen falsch ist. Und man muss wirklich verstehen, also um nochmal den Punkt zu machen, solange wir keine Theorie haben, die uns erklärt, was an den Handlungen falsch ist, verstehen wir eigentlich nicht, was am Klimawandel problematisch ist.
Was ist daran problematisch, dass wir zukünftigen Generationen ein Risiko auferlegen? Das ist also ein Aspekt der philosophischen Debatte, der vor allem in der Ethik geführt wird. Ich selbst verstehe mich jetzt explizit als politischen Philosoph, das sind nicht meine Debatten. Ich werde jetzt aus Zeitgründen, wie gesagt, leider nichts dazu sagen können, aber ich erläutere das gerne in der Fragerunde oder so, was die Fragestellungen sind, die mich persönlich am meisten interessieren. Dankeschön. Nach der Sichtweise der Philosophie und der Politikwissenschaften präsentiere ich Ihnen nun unsere Sichtweise auf den Klimawandel bzw. auf das Klimarisiko. Warum haben wir uns auch diesem Thema gewidmet? Aus unserer Sicht hat der Klimawandel bzw. das Klimarisiko zwei spezielle Eigenschaften, die es so besonders machen, wenn man versucht, Klimarisiko zu quantifizieren oder ihm einen Preis zuzuordnen. Der erste Punkt ist, dass Klimawandel bzw. wenn man sich Klimarisiko betrachtet, man einen sehr, sehr langen Zeitraum betrachten muss. Es reicht nicht, die kommenden ein, zwei Jahre zu betrachten, sondern im Gegenteil dazu, wir müssen gleich mehrere Generationen betrachten. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, der klang schon bei dem Vortrag von Ruben Langer so ein wenig heraus, sind die ganzen Unsicherheiten, die mit diesem Risiko verbunden sind. Diese Probleme führen dazu, dass man Modelle betrachten muss, ja, die diesen Eigenschaften Rechnung trägt. Und dazu haben wir ein Modell betrachtet, was die sogenannte Ambiguität mit einbezieht, die Mehrdeutigkeit. Was das genau bedeutet, erläutere ich auf den kommenden Folien. Wie sieht so ein Klimamodell aus unserer Sicht im Großen und Ganzen aus? Am Anfang steht der Konsum. Was kann man sich darunter vorstellen? Wir verstehen darunter die Produktion von Waren und Gütern heute, die wir dann nutzen und verbrauchen können. Und dieser Konsum, diese Produktion heute, hat zur Folge, dass wir CO2 ausstoßen. Und diese Emissionen bilden direkt den zweiten großen Block in dieser Kausalkette. Diese Emissionen führen dazu, dass sich die CO2-Konzentration in der Atmosphäre verändert. Die Veränderung der Atmosphäre wiederum führt zu Temperaturveränderung. Ja, das ist das allgemein natürlich, was wir unter Klimawandel uns vorstellen. So, diese Temperaturveränderung führt wiederum dazu, dass wir in der Zukunft Klimaschäden bekommen. Wie genau die aussehen, sei jetzt erstmal dahingestellt, aber wir können darunter uns vorstellen, dass, wenn sich das Wetter, die Temperatur ändert, dass sich dazu unter anderem die Ernteerträge verändern oder auch, dass sich einfach unser Energieverbrauch verändert und im Großen und Ganzen Kosten entstehen. Und diese Kosten in der Zukunft haben zur Folge, dass uns weniger Konsum zur Verfügung steht. Ja? Das heißt, durch den heutigen Konsum, den wir heute verbrauchen, den wir heute nutzen, beeinflussen wir den Konsum in der Zukunft. Ja? Und dies ist das, was wir in diesen Modellen modellieren. Und im Großen und Ganzen versucht man dann, ja, was ist der optimale Konsumpfad über diese Zeit? Man versucht, diesen optimalen Konsumpfad zu finden, der quasi uns aufzeigt, ja, wie viel sollten wir jetzt konsumieren, damit uns in der Zukunft ein gewisser Konsum zur Verfügung steht. Und im Mittelpunkt dieser Kosten-Nutzen-Analyse, die wir dann durchgeführt haben, steht eine Nutzenfunktion. Und mit der wichtigste Punkt in dieser Kausalkette ist quasi die Klimasensitivität, die die Temperaturveränderung angibt, wenn sich die CO2-Konzentration verdoppelt. Und was Sie sehen ist, ja, Sie sehen nicht nur eine Kurve, Sie sehen gleich mehrere Kurven. Ja? Und das ist quasi mehr oder weniger das Problem, warum wir ja diese Ambiguität mit betrachten müssen. Denn die Wissenschaft, die Literatur ist sich überhaupt nicht einig, ja, wie sieht denn genau diese Klimasensitivität aus? Hier sind mehrere Studien zusammengefasst und Sie sehen diese unterschiedliche Einschätzung. Und unser Modell nutzt quasi diese ganzen unterschiedlichen Wahrscheinlichkeitsverteilungen zusammen in einem Modell, um dann daraus den optimalen Konsumpfad zu ermitteln. Wie ich bereits gesagt habe, unsere Nutzenfunktion, die wir betrachten, die im Mittelpunkt dieser Kosten-Nutzen-Analyse steht, spiegelt direkt drei wichtige Eigenschaften wider. Zum einen bildet sie unsere Risikopräferenz ab, eine Zeitpräferenz und die sogenannte Ambiguitätsaversion. Und wenn man die drei Eigenschaften abbildet, dann kommt man zu folgendem Ergebnis, und zwar, dass eine Risikoaversion und die Ambiguitätsaversion, wenn man die betrachtet, die führen direkt zu höheren Preisen. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, wenn wir sehr risikoavers sind und sehr ambiguitätsavers, dann bedeutet das, wir wollen den Klimaschaden, der in der Zukunft auftritt, vermeiden. Ja, wir haben Angst vor den Schäden, die in der Zukunft auftreten. Die Auswirkungen dessen sind einfach höhere CO2-Preise jetzt. Ja, also wir implizieren damit, dass wir jetzt höhere CO2-Preise bräuchten, um dadurch den Klimaschaden in der Zukunft vermeiden oder möglichst gering zu halten. Interessant ist, dass
diese Zeitpräferenz, die die Nutzenfunktion abbildet, genau in die andere Richtung wirkt. Und eine Zeitpräferenz möchte quasi, dass wir einen möglichst glatten Konsumpfad bekommen und dass der Konsum in den unterschiedlichen Generationen gar nicht allzu unterschiedlich ausfällt. Und das bedeutet, die Modelle implizieren immer, dass wir ein positives Wirtschaftswachstum haben. Das bedeutet, dass uns in der Zukunft immer ein bisschen mehr zur Verfügung steht, dass unsere Wirtschaft immer wächst. Und dann, um einen möglichst glatten Konsumpfad zu bekommen, bedeutet eine hohe Zeitpräferenz, dass wir der Zukunft quasi so ein wenig Konsum stehlen, indem wir heute mehr verbrauchen, um in Zukunft diese durch die Klimaschäden wiederum einen geringeren Konsum in der Zukunft zu bekommen. Und das bekommen wir durch niedrigere CO2-Preise heute wieder. Das heißt erstmal geringe CO2-Preise und falls dann wirklich was passiert in der Zukunft, dann können wir auch höhere CO2-Preise implementieren. Aber das ist genau das Gegenteil von unseren Ergebnissen. Unsere Modelle zeigen, wir brauchen jetzt einen deutlichen Anstieg in CO2-Preise, um die Schäden in der Zukunft möglichst gering zu halten. Und dann können in der Zukunft die CO2-Preise sinken. So, das war meine Sichtweise oder unsere Sichtweise auf den Klimawandel und jetzt gebe ich weiter an Professor Kiesel. Mein Name ist Rüdiger Kiesel, ich bin der Finanzmathematiker hier und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich mit einem empirischen Politikwissenschaftler und einem theoretischen Philosophen zusammenarbeite. Umgedreht ein empirischer Philosoph bei dem Beispiel, das wir vorhin hatten, wäre mir nicht so recht gewesen irgendwie. Also insofern ganz gut aufgeteilt. Mich oder uns hat vor 3-4 Jahren die Frage umgetrieben, warum werden Risiken denn unterschiedlich bewertet und unterschiedlich wahrgenommen in der Gesellschaft? So als Finanzmathematiker schaut man sich Risiken an und denkt, okay, ich möchte die bewerten, aber ich möchte die auch hedgen. Also wir möchten Hedging-Strategien entwickeln und dann sehen Sie eine Situation, wo Kernkraftwerke wegen Promille-Wahrscheinlichkeiten abgeschaltet werden, aber wir haben eine 5% Wahrscheinlichkeit, dass die Erderwärmung über 2-3 Grad hinweggeht mit all den Konsequenzen, die mit hohen Wahrscheinlichkeiten auftreten. Und da passiert eigentlich nichts, jedenfalls vor 3-4 Jahren. Und für mich war dieses gemeinsame Projekt also sehr hilfreich. Und ich habe gelernt, wie Wahrnehmungen eben in der Gesellschaft sich entwickeln durch meine Politikkollegen. Aber ich habe auch gelernt, wie man Risiken von der philosophischen oder von der Definitionsseite unterschiedlich bewertet. Ja. Die Frage, was wir eigentlich den zukünftigen Gesellschaften zumuten, unseren Kindern zumuten, stellt sich für mich jetzt ein bisschen im anderen Licht dar, wenn ich mit Ruben oder mit Andreas darüber rede und sage, ja, warum bewegen wir uns denn in eine Situation, wo wir für zukünftige Generationen entscheiden? Vielleicht haben die ganz andere Präferenzen als wir. Aber trotz alledem, es war für uns eine sehr, sehr interessante Zeit und eine sehr fruchtbringende Zeit. Und deshalb auch meine These, also die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Klimawandel braucht große Forschergruppen, die interdisziplinäre Arbeit leisten können, die miteinander diskutieren und sich gegenseitig befruchten und die etwas enge Sicht in den Disziplinen erweitern und da man aus verschiedenen Richtungen eben draufschauen kann. Mit unseren Politikwissenschaftlern haben wir statistische Fragen diskutiert. Die Analyse, die Anne gemacht hat, ist eigentlich ein Big-Data-Projekt, in diese ganzen Zeitungen reinzuschauen und die Daten aufzunehmen und mit Algorithmen die richtigen Worte zu finden, ist sehr, sehr interessant. Da haben wir auch viel gelernt und mitarbeiten können von der Finanzmathematik. Ruben hat uns, wie gesagt, den Risikobegriff erläutert und wir konnten dann da jetzt sozusagen mit unserem Ambiguitätsansatz, wo wir sozusagen nochmal Wahrscheinlichkeiten über zukünftige Wahrscheinlichkeiten werfen, also na, machen wir natürlich ganz toll, gibt super Formeln irgendwie und damit dann arbeiten, wenn man das quantifizieren können irgendwie, also das war für uns auch sehr, 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 sehr motivierend. Wir haben, um jetzt mal auf die Folie zurückzukommen, wir haben unser Projekt ein klein wenig zweigleisig aufgestellt. Wir haben zunächst mal versucht, eine gemeinsame Fragestellung zu definieren. Finding a common language, das ist ein Problem, das nicht ganz klein ist. Wir haben über verschiedene Begriffe verschiedene Vorstellungen gehabt und mussten da schon ganz intensiv diskutieren, was uns auch allen sehr geholfen hat. Natürlich, wir schreiben Dissertationen nicht in einem neuen interdisziplinären
Fakultätsumfeld Big Risk, sondern in den Disziplinen. Deshalb sind wir auch sehr spezifisch geworden. Es war uns möglich, Workshops zu machen, auch mit externen Risikoforschern. Ich denke, dadurch haben wir uns als Big Risk Schwerpunkt auch auf die wissenschaftliche Landkarte gebracht und natürlich auch die Funkstiftung da entsprechend repräsentieren können in den letzten 3 Jahren, dass da ein Interesse an diesem thematischen Umfeld besteht. Ich habe es ja eigentlich schon gesagt, es gibt interne Vernetzungen, die eigentlich entstanden sind dadurch, dass wir miteinander gearbeitet haben. Wir haben diese kurzen Wege zu unseren fachfremden Expertisen gehabt, zu unseren Kollegen, mit denen wir immer diskutieren könnten. Sie wissen gar nicht, wie hoch Grenzen in der Universität sein können, bis man mal in eine andere Fakultät kommt und mit denen auch noch redet, oh Gott. Ne? Aber wir haben es hingekriegt, also wir haben diese kurzen Wege gesehen und die Irritationen, die wir durch fachfremde Herangehensweisen erhalten haben, also für mich natürlich diese philosophische Sicht des Risikos und der Wahrscheinlichkeit, wo wir nochmal drüber nachgedacht haben, wo kommen denn Wahrscheinlichkeiten eigentlich her und wie können wir die definieren, also das hat uns sehr, sehr befruchtet. Ja, all das wurde möglich durch die großzügige Unterstützung der Funkstiftung. Ich erinnere mich noch gut an unser erstes Treffen hier, wo Achim, Andreas und ich unser Projekt vorgestellt haben. Zugegebenermaßen noch etwas unscharf, aber wir haben hier schon in der ersten Stunde, die wir hier verbracht haben, sehr anregende Diskussionen gehabt. Wir konnten unsere Idee vorbringen und wir sind gehört worden. Wir haben die Begeisterung auf der anderen Seite auch gespürt für sowas, was jetzt dann doch nicht so ganz konkret quantifizierbar ist. Und wir waren dann sehr, sehr glücklich, dass wir als eine der ersten Gruppen hier gefördert wurden. Noch schöner war, als wir hierher kamen im Jahresturnus und die Projekte vorgestellt wurden von unseren Doktoranden, die Sorge, die unseren Doktoranden entgegengebracht wurde, ne, dass sie auch schön betreut werden von uns und dass sie gut zum Ende kommen von Seiten der Funkstiftung. Das fand ich sehr beeindruckend, dass es eben um die jungen Leute ging und um deren Projekte und das Interesse an den Projekten von den jungen Leuten und die Diskussionen, die wir hatten. Also ich möchte mich an der Stelle nochmal ganz ehrlich für die großzügige Unterstützung der Funkstiftung materiell und ideell bedanken, auch im Namen meiner Kollegen und des ganzen Teams dann. Und damit Dankeschön Ihnen allen. Kein Diskussionsbeitrag, aber die letzte Folie, wo es um den CO2-Preis ging und die verschiedenen Handlungsoptionen, erinnert mich tagespolitisch geradezu daran, was Herr Scheuer mit seiner eigenen Expertengruppe gemacht hat, nämlich die Frage, nicht, steigert man den Preis, nicht? Das heißt, macht man Autofahren, also es ging um Verkehrsfragen, teurer oder nicht, diese Frage stand dahinter, oder macht man das bei gleichbleibenden oder sogar sinkenden Preisen, indem man es auf die Zeitachse schickt. Nicht? Also das ist total relevant, total aktuell. Nicht? Und genau diese Verhaltensweisen, die abgebildet zu bekommen, ich finde es total spannend, wie Sie herausgearbeitet haben, wie die öffentliche Wahrnehmung unterschiedlich ist zwischen Europa auf der einen Seite und den USA auf der anderen Seite. Könnten Sie aus dem, was Sie jetzt herausgefunden haben, eine Empfehlung geben, wie man die Wahrnehmung in den USA verändern kann? Nummer eins. Nummer zwei, dass das so ist, ist ja nett, aber warum ist das denn so? Warum nehmen die Amerikaner das nicht? Was sind die doof? Oder? Ja, es gibt verschiedene Gründe da. Es gibt halt sowieso einen ganz breiten Strang Literatur, der sich nur mit kulturellen Unterschieden bei der Wahrnehmung von Risiken auseinandersetzt. In den USA gibt es eine Reihe von Gründen, die da eine Rolle spielen könnten. Zum einen haben wir hier ein Land, weshalb ich es auch ausgewählt habe, was sehr kurzfristig orientiert ist. Also Deutschland ist ein Land von der Kulturdimension, die auch gemessen werden, was eher langfristig orientiert ist. Deswegen ist vielleicht Klimawandel auch so ein Thema, was für die Deutschen relevanter ist als jetzt für die Amerikaner, die tatsächlich halt von ihrer kulturellen Wurzel eher also Short-Termism, also kurzfristig orientiert sind. Das ist halt schon mal könnte ein Erklärungsgrund eben sein. Dann sehen wir in den USA eine andere Art der Medienberichterstattung. Die haben, das ist ein Stichwort Balanced Reporting nennt sich das, wo eben Maßgabe an die Journalisten eben ist, dass die alle Seiten immer gleich viel Raum einnehmen. Und das ist gerade in den USA halt problematisch, weil dann es gibt halt eben der Großteil der Wissenschaftler, der sagt, Klimawandel ist ein Problem. Wenn man dann aber Balanced Reporting ernst nimmt und dann eben sagt, wir müssen zu gleichermaßen die etablierten Wissenschaftler irgendwie Raum geben in der Zeitung, dann heißt es gleichzeitig eben auch, dass man
denjenigen, die skeptisch gegenüber Klimawandel sind, halt eben Gehör verschaffen muss. Und es kann halt eben sein, dass dadurch, dass halt viel mehr in den USA darüber berichtet wird, dass Leute sagen, naja, ob das mit dem Klimawandel wirklich so schlimm ist, weiß ich nicht. Und das ist in Deutschland eben nicht der Fall. Also es könnte halt eben da sein, da will ich halt gerade noch inhaltlich in die Daten reingucken, ob es tatsächlich ein Unterschied halt zu sehen ist in der Art und Weise, wie berichtet wird. Und in den USA ist es halt auch zudem nochmal so, wenn man jetzt direkt nach Klimawandel als Risiko fragt, also viel direkter als jetzt die Daten, die ich jetzt hier habe, sieht man, dass in der Anteil zwar derer, die sagen, es ist wirklich ein großes Problem, in den USA und Deutschland gar nicht so unterschiedlich ist. Aber in den USA haben wir einen relativ großen Anteil, der, glaube ich, noch 2005 irgendwie bei knapp, weiß ich nicht, fragen mich, bei 19% oder was lag, die angegeben haben, dass Klimawandel überhaupt kein Problem darstellt. Das heißt, wir haben da eine größere Zweiteilung in der Bevölkerung. Und es kann halt eben sein, dass wir das halt eben auch hier sehen. Also der Anteil in Amerika der Leute, die sagen, Klimawandel ist überhaupt gar kein Problem, glaube ich gar nicht dran, ist halt viel höher. Ich habe noch eine ergänzende Frage, und zwar an die Kollegen Görres und Kiesel. Ich fand es ja jetzt total faszinierend, dass wir drei unterschiedliche Sichtweisen auf dieses Thema haben. Mich würde mal interessieren, wie Sie denn jetzt die Integration von diesen unterschiedlichen Sichtweisen vornehmen oder ob das überhaupt möglich ist. Ich glaube, die Antwort ist, wir haben das Problem nicht gelöst. Wir sind aber ein Schrittchen vorwärts gegangen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das fängt erst mal auf einer persönlichen Ebene an. Ne? Also ich glaube, dass Andreas Niederberger, Rüdiger Kiesel und ich erst mal bereit sind, in diese interdisziplinäre Forschung zu investieren und dass wir auch auf einer persönlichen Ebene gut miteinander konnten. Das klingt jetzt sehr banal, aber das ist total wichtig. Ne? Weil wir haben in unserem und das gilt, glaube ich, für viele, wir sind Profs, wir können uns das leisten, interdisziplinär zu arbeiten, weil die Fachdisziplinen, die sind so spezialisiert und die Payoffs sind eigentlich in der weiteren Spezialisierung und nicht in diesen großen interdisziplinären Arbeiten. Das heißt, das ist erstmal so ein persönlicher Startpunkt, den wir haben mussten. Jetzt inhaltlich ist es so, dass wir haben auch ein Arbeitspapier geschrieben, das finden Sie auch auf unserer Homepage und so weiter, wo wir versucht haben, auf einer konzeptionellen Ebene da weiterzuarbeiten, dass man versucht, irgendwie den Risikobegriff etwas stärker, sag mal, detailreiche konzeptionelle Herangehensweise, beispielsweise aus der Philosophie mit den eher auf Individualperspektive ausgehenden politischen Psychologen, wo wir jetzt hingehören, und eben der mathematischen Modellierung, das irgendwie zusammenzubringen. Das ist uns natürlich nur zu einem Teil, ist uns da ein Fortschritt gelungen. Bei den Dissertationen haben wir von Anfang an gesagt, die Doktoranden, die sollen bereichert werden durch den interdisziplinären Austausch, die sollen sich aber in ihrer Fachdisziplin verorten. Die sollen nicht, weil die können es sich noch nicht leisten, groß interdisziplinär zu arbeiten. Insofern ein kleiner Fortschritt ich glaube, insgesamt zeigt eben, sagen wir, die Summe dessen, was wir gemacht haben. Wir haben das auch bei den Netzwerkaktivitäten gemerkt. Ne? Dann hatten wir theoretische Physiker da, dann hatten wir Mathematiker da und so. Allein bei uns in Duisburg-Essen, was es da alles für verschiedene Sichtweisen gibt, dass man überhaupt mal anfängt, miteinander zu reden, das ist schon der Fortschritt. Vielen herzlichen Dank. Ich fand, das waren drei sehr spannende Forschungsprojekte und mich hätte eine ähnliche Frage interessiert, wie wir sie gerade gehört haben, nämlich die Frage eher so what? Ne? Also was ist denn jetzt, ich sag mal, aus der interdisziplinären Forschung heraus Ihre gemeinsame Handlungsempfehlung? Was wäre Ihr Entscheidungsvorschlag? Also wenn Sie jetzt Politikberatung betreiben würden, was würden Sie denn mitgeben quasi als Lessons learned aus Ihren drei Forschungsprojekten? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und ich kann jetzt, glaube ich, nicht für alle Doktorarbeiten das zum Beispiel sehr gut machen. Ich sage mal, für die Arbeiten, die Anne macht, die ja von mir betreut werden, die ich auch am besten einordnen kann. Es gibt eben einen sehr komplexen sozialen Konstruktionsprozess, was überhaupt als Risiko wahrgenommen wird. Und ich glaube, eine der Erklärungen, das ging auf die Frage, die eben gestellt wurde, auch warum die USA anders sind als in Deutschland, das hat einfach auch mit Bildungspolitik zu tun. Ne? Sie haben in Deutschland, was Klimawandel angeht, eine relativ entpolitisierte Diskussion. Und es wird von Experten gesteuert, kommt das in die Curricula der Länder rein und das ist keine Politisierung. Ne? Da ist eben höchstens die Frage, wie viel Raum gibt man oder so, aber das ist relativ stark von Experten gesteuert, von zentraler Ebene. In den USA haben sie nicht so eine starke Steuerung der Curricula durch die Staaten. Und Klimawandel ist eben ein politisiertes Feld, ne? Dass zum Beispiel die State Experts für solche Fragen, das sind politische Ernennungen und so weiter. Das heißt, sie haben da einen Bereich, der sehr unterschiedlich ist. Das heißt, eine Politikempfehlung ist natürlich bei diesen großen Empfehlungen, dass letztendlich, das muss in die Bildungssysteme, es muss in die Grundausbildung rein, weil nur dann öffnen sie in den Köpfen der Leute erstmal den Raum, wenn
wir nennen das in der politischen Psychologie die Salienz von einem bestimmten Thema. Und das müssen Sie lernen, das können Sie nicht, wenn Sie das nicht beigebracht bekommen, dann öffnet sich gar nicht die Frage, ist Klimawandel etwas, mit dem ich mich überhaupt beschäftigen muss. Ne? Das heißt also, bei diesen großen Themen, die auch diese langfristigen Konsequenzen haben, wäre zum Beispiel eine Politikempfehlung, dass das eben ganz klar in die Curricula der Schulen rein muss, und zwar expertengesteuert, nicht politisiert, sondern eben, wie man das in Deutschland eigentlich standardmäßig macht, Expertenkommission sagt, okay, diese 10 Sachen müssen in die Curricula bei dem Thema, und dann wird das flächendeckend gelernt. Und ich glaube, dass es in Deutschland funktioniert das relativ gut, ja, obwohl wir mit den Bundesländern, mit dem Föderalismus in Schulpolitik bei vielen anderen Problemen haben, aber bei solchen wissenschaftlich getriebenen Themen ist das nicht so problematisch. Das reicht vielleicht mal als eine Sache. Wir haben noch einige Wortmeldungen. Mit Blick auf die Zeit würde ich tatsächlich noch eine Frage nehmen. Und ja, eine der Antwort. Unternehmerische oder die unternehmerischen Nutzen. Ich habe ja gerade einen gehört, die Salienz. Mhm. Und die nächsten oder andere? Ich kann vielleicht nicht so direkt auf einen unternehmerischen Nutzen eingehen, aber was wir natürlich jetzt in der Analyse gefunden haben, in der quantitativen Analyse, ist, wenn wir in unserer Modellwelt leben und sozusagen alle Informationen, die wir über zukünftige Szenarienpfade vom IPCC eben einbauen, dann ist es schon so, dass wir einen viel höheren CO2-Preis haben müssten heutzutage, um sozusagen im optimalen Pfad lang zu gehen. Wir werden das nicht haben, weil das ja sozusagen eine regulatorische Maßnahme sein muss. Der Markt für CO2-Zertifikate wird allein dadurch schon gestört, dass es sozusagen ganz viele zusätzliche Regelungen gibt für Emissionsvermeidung und da auch andere Preise noch anfallen, die eigentlich sozusagen dieses System Emissionszertifikate konterkarieren. Deshalb sind die Preise nicht so gut. Aber wir können daraus also Folgendes schließen, und das wäre immer so meine Argumentationskette. Wir wissen, dass institutionell die Zertifikatepreise viel zu niedrig sind. Was wir aber für Unternehmen daraus folgern können, ist, dass das Unternehmen sich eigentlich so verhalten sollten, als wären die Preise höher. Bedeutet, dass ein Unternehmen eigentlich eher sozusagen in die grüne Schiene hineingehen sollte, um CO2-neutraler oder auch mit negativem CO2-Ausstoß sich auf dem Markt zu positionieren. Denn wenn dieses Bewusstsein durchdringt, dass wir eigentlich zu hohe Emissionen erzeugen, dann wird auch von der Öffentlichkeitsseite, von der Investorenseite Druck auf die Unternehmen ausgeübt werden, grüner zu sein und sich sozusagen so zu verhalten, als wären die CO2-Preise höher. Das ist jetzt ein Reputationsrisiko, ja, dass die Unternehmen versuchen zu signalisieren, sie sind sozusagen grün. Und wir hatten ja neulich ein Forum in Duisburg beim European Center for Financial Services, wo wir dieses Thema auch diskutiert haben. Und es gibt sozusagen auf einer anderen Forschungsschiene, die wir auch betreiben, gibt es Analysen, die Ihnen zeigen, dass zum Beispiel bei der Refinanzierung über Banken, bei der Finanzierung auf dem Kapitalmarkt, es durchaus belohnt wird, wenn man als Unternehmen grüner wahrgenommen ist. Und Sie müssen sich ja jetzt nur die Schülerdemonstrationen angucken. Die Öffentlichkeit drückt auf grüner zu sein. Und wir können jetzt dazu beitragen, dass wir sagen, okay, wir bekommen sozusagen das regulatorische Umfeld da noch nicht hin. Aber ich glaube nicht, dass das regulatorische Umfeld am Ende das tut. Das tun wir, indem wir auf die Handlungsträger eben Druck ausüben, also wir als Öffentlichkeit. Ja. Und deshalb wäre die Empfehlung von unserer Seite natürlich eher in grüne Technologien zu investieren als Unternehmen und sich grüner darzustellen. Und wenn es dann doch anders läuft, dann haben sie sich wenigstens gut gehedged. Ja. Ich möchte als erstes nochmal einen ganz, ganz großen Dank an Sie alle aussprechen. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an wirklich sehr engagierte Diskussionen, die wir zu dem Projekt hatten, auch mit Ihnen. Und es ist wirklich großartig. Wir haben sehr viele weitere Anregungen tatsächlich auch für die Arbeit der Stiftung aufgenommen aus diesem Projekt. Also erstmal nochmal herzlichen Dank an Sie alle. Applaus